Jetzt wird es vielleicht eine kleine Überraschung geben, weil jetzt möchte ich eigentlich den, nein, nicht eigentlich, ich möchte nach vorne bitten, den Benjamin Bechtle und seine Mutter. Ihr beiden kommt bitte mal nach vorne gefahren, weil wir möchten euch auch mal ganz besonders danken. Wir wissen nicht genau, seit wann, wir sagen gefühlt seit Anfang an, seid ihr nicht nur bei dem Mike dabei, sondern ihr seid auch immer die Ersten, sobald der Vorverkauf startet, eigentlich. Jetzt startet der Vorverkauf, 2 Minuten später habt ihr das erste Ticket ergattert und seid jedes Jahr dabei und kommt immer. Und dazu möchten wir nicht nur Danke sagen, sondern möchten euch auch symbolisch einen kleinen Treuewort überreichen und euch dafür auch einfach mal auszeichnen in diesem Publikum hier auf der Bühne, dass ihr das auch einfach mal genießen könnt. Dankeschön. Lieber Herr Jaschke, Sie beide haben ja soeben den Mike 2017 eröffnet oder sind gehört dabei, diesen zu eröffnen. Und das ist ja nicht irgendein Mike, es ist ja ein Jubiläums-Mike. Das ist ja der 10-jährige. Und ich habe mir gedacht, wie das so gehört für ein Jubilar, gehört natürlich auch ein Geschenk dazu. Und ich habe mir erlaubt, für Sie beide stellvertretend für Ihr Team, das ist immer so hervorragend organisiert, ein kleines Geburtstagsgeschenk mitzubringen, das ich Ihnen beiden gerne überreichen möchte. Und wie sich für einen 10-Jährigen gehört, es darf ausgepackt werden. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute, viel Gesundheit, wie man so schön macht am Geburtstag. Und ja, viel Glück für die weiteren Mikes. Vielen Dank, ganz. Vielleicht wissen es nicht alle, aber ich bin ein ganz klassischer Krankenpfleger. Und als ich mich dafür entschieden habe, nach zahlreichen Studienversuchen in die Pflege zu gehen, fanden das einige Leute sehr interessant. Meine damalige Freundin hat sich sofort von mir getrennt. Und mein Großvater, der selber Mediziner war, sagte, Gott sei Dank macht einer mal was Vernünftiges in dieser Familie. Und ich möchte Sie ermutigen. Ich möchte sowohl Sie als Mitarbeiter von Unternehmen, aber ich möchte auch die Arbeitgeber ermutigen. Es ist was ganz Wunderbares, dieser Beruf. Und es ist auch was Wunderbares, um sich herum ein Team von Menschen zu haben, die Spaß an diesem Beruf haben. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich über dieses Thema rede, weil es mich bewegt. Und ganz besonders ist Ihnen, die es vielleicht miterlebt haben, auch der Heiner Geißler, der erst vor kurzem verstorben ist, in Erinnerung. Und das war ein ganz, ganz besonderer Mensch. Und als Jörg und ich den Heiner Geißler in Stuttgart besucht haben, haben wir ihn gefragt, was können wir tun, um die Situation zu ändern? Wie müssen wir das anpacken? Wir haben schon ordnerweise an die Politik geschrieben und alles Mögliche gemacht. Er sagt, da können Sie alles vergessen, können Sie alles vergessen. Und in seiner Weisheit, die einen ganzen Raum sofort erfüllt hat, hat er gesagt, Sie müssen Krach machen. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen, machen Sie Krach und kämpfen Sie für die Rechte Ihrer Klienten, aber auch für die Rechte für Sie als Unternehmer, für Sie als Mitarbeiter. Seien Sie stolz auf das, was Sie leisten und versuchen Sie, diese 2 Tage, die wir jetzt vor uns haben, auch im Gespräch vielleicht mal den einen oder anderen Gedanken zu entwickeln, wie können wir dieses schier unlösbare Problem, wir haben keine Manpower mehr, aber wahnsinnig viele Klienten, lösen. Ich lade Sie dazu herzlich ein, leite jetzt über zu dir, liebe Christel Bronner.